Ja, wir erwarten einen abwechslungsreichen Abend mit vielen Informationen. Ich glaube auch, dass die Kombination, eine Politikerin mit einem Kabarettisten an einem Abend zusammenzuführen, sehr viel Spannung verspricht. Also es wird mit Sicherheit eine ganz familiäre Geschichte, denn so wie ich Hannelore Kraft bisher kennengelernt habe, ist sie immer sehr bodenständig und vor allen Dingen auch immer sehr familiär. Und da sie aus dem Ruhrgebiet kommt, kennt sie sich auch bestens mit den Problemen unserer Region aus, also wird es auch interessant. Ja, ich habe mehrfach die Gelegenheit gehabt, gerade im Zuge der Energiediskussion für Nordrhein-Westfalen. Und in diesen Gesprächen habe ich immer von der Ministerpräsidentin erlebt, dass sie die Energiewirtschaft für eine Schlüsselindustrie hält in Nordrhein-Westfalen, was uns als Stadtwerke natürlich besonders freut. Ich weiß nicht, was ich hier auf den Weg kriege. Ich denke mal, sie wird erstmal uns was mit auf den Weg geben. Ich denke oder ich hoffe viel Gutes für den Sport, wovon auch Duisburg profitieren kann. War ja ein lockeres Gespräch mit dem Brautmann, ne? Und man kriegt ja dann auch viel Persönliches mit. Ich muss wirklich sagen, sehr tolle Ansichten, ist eine vom Volk, ist nicht arrogant, so viel, viele andere, ne? Und hat ein paar gute Sachen gesagt, die mir zu denken geben und ist auch mal, sag ich mal, durch dieses Gespräch mit dem Brautmann auch nicht so politisch gewesen, weißt du? Jeder hackt sich da, die eine, die andere, die Krähe aus, das ist diesmal nicht gewesen, sondern Sympathien auch für andere Parteien gehabt, wie die Zusammensetzung und wie auch immer. Ich fand das toll. Also tolle Politikerin, muss ich sagen. Muss ich die Kollegen angucken und Kolleginnen? Die, die schütteln alle den Kopf, weil die wahrscheinlich Angst vor Ihnen haben. Ich glaube, Angst hat keiner. Ja, aber Sie sind doch nicht immer die nette Hannelore. Nee. Also ich kann schon auch und natürlich mit der Faust auf den Tisch hauen. Ich meine, das muss jeder, der eine Führungsverantwortung übernimmt. Ist doch völlig klar. Also wenn man immer nur nett ist, kann man nicht führen. Also ich versuche es so weit wie möglich, aber es geht auch nicht immer. Und wenn Dinge nicht floppen, bin auch ungeduldig, ja, bin ich auch. Lesen Sie auch mal ein Buch? Aber nicht so ungeduldig wie Clement, glaube ich. Clement war ungeduldig. Ich kenne ja die Geschichte, ich war ja auch unter ihm Ministerin, also ich glaube so ganz so ungeduldig glaube ich nicht. Aber ich habe auch Leute, die mich da runterholen. Also das ist auch wichtig. Zwei Felder, wo sie oft versuchen, mich abzuwerben, ist einmal die in der Kirche, als Prediger, also als Kirchenmann, als Pastor, Pfarrer und als Politiker. Aber beides, nein, da bin ich, glaube ich, zu käuflich. Ich kann das, genau, der Königsweg, dann lieber der Komiker, dann lieber der Komiker. Also das wäre schon was für mich gewesen, wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, darüber Kabarett zu machen, ist schon richtig gut. Ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal nicht mehr Politik mache, dann schreibe ich keine Bücher, was andere besser machen könnten und weiß wie immer alles besser, da gibt es genug Bücher, sondern ich schreibe ein paar lustige Bücher über Politik und das, was ich da erlebt habe und ich glaube, das kann man auch kabarettistisch gut umsetzen.
Ich identifiziere mich mit den Leuten, mit der Umgebung. Und ich verstehe die Leute auch. Und das ist mir wichtig. Und ich denke mal, ein Kauz und ein Komiker, ein Narr braucht die Stadt. Ja, natürlich. Ich habe ja auch gelebt eine Zeit lang. Also insofern kenne ich natürlich Duisburg sehr gut und wohne ja auch in der unmittelbaren Nachbarschaft. Verfolge das natürlich auch immer, was in dieser Stadt passiert. Und ja, ich habe auch immer noch ein bisschen Herz hier gelassen, klar. Ja, das ist immer eine gute Gelegenheit. Man kann natürlich ein Stück dazu beitragen, dass die Menschen einen kennenlernen, aber auch natürlich verstehen, warum man welche politischen Inhalte vertritt. Das passt bei mir, gehört auch eng zusammen und insofern bin ich immer dankbar, wenn ich solche eine Gelegenheit auch habe. Es ist eine sehr kurzweilige Veranstaltung, gut besucht, viel Mittelstand, wie ich gesehen habe und es ist interessant, hier mit den Menschen, die hier zu Gast sind, auch ins Gespräch zu kommen.